Die Erde ist keine perfekte Kugel, sondern an den Polen abgeplattet. Der folgende Versuch zeigt anschaulich, dass dies eine Folge der Rotation der Erde ist. Für den Versuch haben wir zwei annähernd kreisförmige Stahlfedern mit zwei Drehlagern auf einer Metallstange platziert, die als Rotationsachse dient. Das untere Lager ist dabei fest mit der Achse verbunden, das obere Lager frei beweglich. Als Ganzes haben wir das Konstrukt auf einen Motor mit variabler Drehzahl montiert. Dreht sich die Anordnung noch nicht, so formen die Stahlfedern annähernd eine Kugel. Nun versetzen wir die Anordnung in Rotation. Wir sehen, dass das frei bewegliche Lager absinkt und die Ober- und Unterseite der Kugel abgeplattet werden. Aus der Kugel wird ein sogenanntes Rotationsellipsoid. Erhöhen wir die Geschwindigkeit, so wandert das bewegliche Lager weiter nach unten und die Ablattung nimmt zu. Reduzieren wir die Geschwindigkeit, so wandert das bewegliche Lager wieder weiter nach oben und die Ablattung reduziert sich. Stoppen wir den Motor, so formen die Stahlfedern wieder annähernd eine Kugel. Ursache für die Ablattung ist, dass beim rotierenden Körper, im Gegensatz zum ruhenden Körper, Zentripetalkräfte aufgebracht werden müssen. Dies führt zunächst zu einem Ungleichgewicht, welches durch die Verformung ausgeglichen wird. Übertragen auf die rotierende Erde zeigt das Experiment, dass die Erde keine Kugel sein kann, sondern an den Polen abgeflacht sein muss und am Äquator dafür eine Wulst aufweist. Und dass die Erde nicht flach ist, ist ja sowieso klar. Mehr zum Thema, weitere Erklärungen und Aufgaben gibt es wie immer auf lifephysik.de und wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und ein Abo.